Hallo und herzlich willkommen zum gut kultivierten Achterbahnbau hier auf RCT2 Germany. Wir bauen wieder weiter MC Network. Und Moment, das ist dieser Speicherplatz. So. Und ja, hier sind wir. Wir haben es in der letzten Folge diese Achterbahn hier gebaut. Und ja, mal gucken, was wir diese Folge alles machen werden. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt nur noch ein paar Monate Zeit, um noch 300 Besucher im Park zu bekommen. Das wird alles ein bisschen knapp. Aber ich denke mal, wir können inzwischen hier nochmal locker auf 20 hochgehen, weil 10 Euro für den Park ist ja doch ein bisschen wenig. Ich überlege, wir haben jetzt mehr Achter oder genauso viele Achterbahn wie der Holiday Park und der verlangt 25. Da ist die 20 Euro schon angebracht, denke ich. Aber vielleicht, mal sehen, vielleicht kommt es ja auch einfach gar keine mehr. Das wäre natürlich echt schade. Noch kommt noch Leute. Haben wir einen Geldautomaten? Ja, einen Geldautomaten haben wir auch. Also, ja, gut, natürlich haben wir den Geldautomaten, der... Habe ich ja selber gebaut. Ich möchte jetzt aber versuchen, noch ein wenig Werbung für den Park zu machen. Damit wir, machen wir auf Karussell. Der kommt auf 1,5 Boomerang. Einfach damit mehr Leute in den Park kommen und wir deswegen dann auch schneller Geld bekommen. Das ist momentan so das Hauptding und es müssen halt generell Leute in den Park kommen. Kaum noch einer geht. Dankeschön. Das heißt, diese Folge könnte jetzt, was das Bauen anbelangt, ein bisschen langweilig werden im Vergleich zu vielleicht den letzten... oder der letzten Folge. Versuche ich jetzt einfach mal mit mehr Reden und etwa ein bisschen so Sachen rumplaudern, auszugleichen. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, wir haben letzten Mittwoch direkt zwei Folgen veröffentlicht, also am Dienstagabend, wie immer, das Inselfieber. Und dann kam nachts um halb eins oder halb zwei, habe ich jetzt, glaube ich, rausgehauen, die englische Folge, das englische Commentary, das Big B so wunderschön angekündigt hat. Ich würde das Ganze eher auf Denglisch Commentary abstreiten, weil man merkt eindeutig, dass wir von Englisch reden nicht sonderlich viel Ahnung haben. Aber gut, sie ist draußen, sie ist auch, muss ich sagen, relativ gut geklickt worden. Also bis jetzt bin ich eigentlich echt recht zufrieden damit. Und falls ihr euch wundert, was wir da eigentlich erzählen, also falls ihr das überhaupt nicht versteht, was wir da aus unserem schrecklichen Mix aus Deutsch und Englisch und was auch immer da von uns geben, wir stellen das Projekt parallel auf NEDIS, also auf NE vor und auf Coaster Diaries. Ich werde euch die Links unten in die Beschreibung posten. Dann könnt ihr euch das Ganze da angucken. Auf Coaster Diaries stellen wir es auf Deutsch vor, also sprich, das ist zwar das englische Video, aber wir haben auf Deutsch ein paar Sachen dazu erklärt, damit ihr auch wisst, um was es geht. Und auf NE stellen wir das Ganze dann auf Englisch vor. Ist eine englische Seite, stellen wir es auch deswegen da auf Englisch vor. Und... Ja, ich kann vielleicht mal so ein bisschen was dazu sagen. Also einmal guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das Ganze geht, ist eine Achterbahn Pro Coaster. Oder auf NE wird das Ganze auch als Design bezeichnet. Das heißt, wir bauen eine Achterbahn in einem Themenbereich. Und jetzt nicht zusammenhängender Park, so ein richtigen, sondern einfach, ja, die Achterbahn, das Hauptaugenmerk liegt auf der Achterbahn und dem Theming. Und nebenher sind es noch vielleicht ein paar Flatrides und Geschäfte und sowas, dass wir auch Leute in den Park lassen können. Aber das Ganze wird definitiv nicht als Park als solcher veröffentlicht. Wir lehnen es, also das Projekt heißt ja The Skyrim Project oder das der Arbeitstitel ist The Elder Scrolls Project. Und wie der Name schon sagt, werden wir uns da thematisch sehr stark an Skyrim, dem Rollenspiel-Phänomen, würde ich jetzt fast sagen, orientieren. Big B und ich haben das Spiel, wir sind beide schwer davon begeistert. Und haben uns halt überlegt, wir wollten eine Co-Pro machen, wir drei, also sprich Joker, Big B und ich. Und wir haben uns einfach überlegt, was könnten wir da machen. Irgendwas, was jetzt noch nicht gemacht wurde, weil da jetzt wieder irgendwelche Sachen kopieren, ist ja dann auch doof. Da haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Und eine war eben auch, dass wir so ein
einen Coaster bauen und den so im nordischen Thema, so Skyrim-mäßig, in CSU machen. Weil CSU-mäßig gab es da ja schon Sachen, Sea Sagas und Park Edda jetzt bei dem Head-to-Head-Contest, lehnen sich ja auch stark an nordische Mythologie an. Und wir wollten das Ganze eben in CSU machen. Also nochmal was, denn vielleicht was den Schwierigkeitsgrad geht, auch nochmal eine Stufe draufsetzen, weil das mit NCSO dann doch nicht ganz so einfach alles darzustellen ist wie mit NCSO. Wie mit CSO. Wobei das da natürlich auch nicht einfach ist, aber man hat zumindest mehr Objekte, die man dafür verwenden kann. Ja. Genau. Guckt euch das Video an, da der Coaster an sich ist schon fertig gebaut, also die Strecke steht. Und momentan sind wir dabei, die zu Themen. Ich weiß nicht genau, wie lange das Projekt insgesamt Zeit in Anspruch nehmen wird. Das wird auf alle Fälle noch eine ganze Weile laufen. Wenn ich mir angucke, wie ansonsten unsere Baugeschwindigkeiten sind, wir da definitiv noch eine Weile dran rumfuhrwerken müssen, bis wir das Teil fertig haben. Aber was lange währt, wird endlich gut. Wir wollen mit dem Ding natürlich auf NE das Design gewinnen. Also sprich eine Wertung von 65% oder höher haben. Das ist unser Ziel, das ist unser Ansporn, und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir schwer enttäuscht. Deswegen wollen wir das Ganze auch so gut wie möglich machen, dass es ordentlich einschlägt. So, in der letzten Inselfieber-Folge, also die von Mittwoch, hatte ich ja angekündigt, dass wir diese Skype-Folgen machen wollen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt. Ihr könnt uns doch ja schon mal die Sachen eure Namen schicken. Und zwar bitte entweder als Nachricht an den YouTube-Channel, als Nachricht auf Facebook oder als Nachricht an mich auf Coaster Diaries. Wir wollen nicht, dass eure Namen öffentlich, eure Skype-Namen öffentlich gemacht werden. Und deswegen wäre es echt cool, wenn ihr uns auf Facebook, auf YouTube oder auf Coaster Diaries eure Skype-Namen schickt und da jeweils noch dabei erwähnt, wie ihr auf YouTube heißt, dass wir euch euren YouTube-Namen oder euren Real-Life-Vornamen, wenn ihr das wollt, verwenden können, damit ihr da nicht eure Skype-Kontakte voll gespammt bekommt mit irgendwelchen Vollspasten, die euch da doof anmachen wollen. Gibt's ja auf YouTube leider genug von dieser Sorte. Die Parkbewertung fällt momentan ziemlich rasant, das gefällt mir gar nicht. Weil hier alles vollgereiert ist und der Typ wieder nicht schaffen will. Bist es du? Mädchen für alles? Ja, der Big B hat wieder nicht gearbeitet. Nee, der Big B hat seinen Teil sauber gemacht, das gibt's gar nicht. Wo ist denn dann das Mädchen für alles für hier vorne? Hallo, Eingangsbereich? Ja, der chillt da in der Warteschlange und hier vorne wird alles vollgekotzt. Das ist wieder so. Also, T-Mensch. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, aber mein Hals ist total trocken. Das gefällt mir gar nicht. Mach sauber, du Spasti. Und zwar alles. Ich möchte keinen Kotzfleck mehr sehen. Ich glaube, bei RCT3 kann man, also ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber bei RCT3 kann man den Mitarbeitern noch den Lohn abziehen, wenn sie nicht gescheit putzen, oder? Das würde ich mir hier auch wünschen, so eine Verwarnung geben, dass sie besser putzen, weil der hier, der hat definitiv 2 verdient. Gehaltskürzung und Verwarnung. Ja, und schon geht die Parkbewertung wieder hoch. Das ist echt der Hammer. Vielleicht ist der Bereich auch einfach ein bisschen groß geraten für den. Komm, ich mach den Teil hier mal weg. Um den soll sich der Big B, also unser Mädchen für alles, noch kümmern. Müllhalde stehen ja, der putzt auch schön, das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Wo ist denn der Kerl, der hier putzen soll? Da, der putzt.
Nee, das ist sogar noch der Eingangsbereich Spacken. Ja, komm, den kann man hier. Also ich den kann man hier eigentlich auch. Der. Nee, da muss er machen, weil sonst putzt er mir den Getränkeautomaten nicht. Das wäre unschön. Aber wo ist der andere? Looping Star Handwerker. Handwerker 4 ist es dann. Ja. Du machst hier auch mal sauber. Den können wir ja Boomerang Mensch nennen. Boomerang Mensch oder so, dass ich weiß, wo der ist. Mit Handwerker 4 kann ich immer nicht so viel anfangen. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Geld, um ein wenig in der Gegend rumzubauen. Das wird echt knapp. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir das schaffen mit den Besuchern. Und ich hatte jetzt eigentlich auch keine Lust, da wieder so krass Werbung reinzuhauen, aber ich glaube, das kriegen wir ohne nicht hin. Noch 2 Monate. Nee, das schaffen wir nicht. Dann mache ich jetzt doch Werbung. Ich nehme jetzt wieder einen Kredit auf, um ordentlich Werbung zu zimmern. Werbung für den Park. Volles Rohr. In der Hoffnung, dass dann genug Leute kommen, um zum einen dafür zu sorgen, dass wir dieses scheiß Parkziel gewinnen, weil ansonsten wird der Park ja geclosed. Oder es rennt zumindest alle weg. Und zum anderen natürlich, um Geld in die Kassen zu spülen, dass wir wieder was bauen können. Und das Darlehen zurückzahlen, das machen wir dann irgendwann, wenn wir hier das Ding gewonnen haben, also das Szenario gewonnen haben, dann können wir uns mal langsam dran setzen, das Geld zurückzuzahlen. Wie mache ich das hier am geschicktesten? So einen kleinen Balkon oder so hier. Nein, das weg. So. Mache ich hier hinten vielleicht noch. Nee, permanent. Brauche ich keine Wände machen. Wo bist du? Da bist du. Das rote Dach. Machen wir mal hier hin. Und hier hin und hier hin und hier hin. Hier mache ich irgendwas anderes. Das überlege ich mir jetzt gerade noch, was ich da dann hinbaue. So, das sollte jetzt eigentlich dann. Ja. Ah, ich habe die Schachfiguren hier, stimmt. Und das coole Zeug, dann mache ich hier mal so ein bisschen Inneneinrichtung, falls man das so nennen kann. Schachfigur hier reinstellen. Wer auch immer so große Schachfiguren bei sich im Zimmer stehen hat, also ich jetzt nicht, aber vielleicht gibt es so Leute her. So, noch ein Turm dahin. Ich kann im Moment, ich habe ja. Haha! Ganz neue Möglichkeiten hier. Blau vielleicht. Moment. Mache ich hier am besten auch hin. Nein, nicht die. Ach Mensch, komm. Nimm das. Was ich auch sehe, dass die Forschung momentan noch läuft. Die war ja am Anfang relativ wichtig, um die Looping-Achterbahn zu bekommen, aber jetzt brauche ich die eigentlich nicht mehr. Zumindest vorerst. Deswegen mache ich hier mal keine Finanzierung, damit wir da die 200 pro Monat sparen. August 20, ja, also es kommen schon jetzt mehr Leute in den Park, aber ob das reicht, wird sich zeigen. Zumindest habe ich ein bisschen mehr Geld. Ob ich dir jetzt allerdings das für Theming raushauen will oder ob ich da lieber noch ein bisschen
warte und dafür dann nochmal Werbung kaufe, dass wir dieses Parkziel, was momentan wirklich mein oberstes Ziel ist, auch bekommen. Ich mache mal so Warteschlangenmonitore hin, die spam ich eigentlich in ziemlich jede Warteschlange rein, weil es die Leute da drin ein bisschen länger bei Laune. Ja, stark, da löschen wir jetzt einfach mal dick den, die Warteschlange, das ist natürlich perfekt. So, bitteschön. Dreck, ey. Blob. So würde ich sagen, zum Abschluss der Folge zertrümmern wir noch ein paar Luftballons. Und dann werde ich speichern und dann können wir für diese Folge Schluss machen. Stirb, stirb. Wow. Okay. Da war doch noch einer. Da ist noch ein Luftballon. Haha. Du entkommst mir nicht, du Kleiner. Stirb, du Drecksau. So. Da fliegt einer. Da fliegt einer, da fliegt einer und da fliegt einer. Ich säubere den Luftraum über unserem Park. Das ist doch auch was wert, oder? So, und damit verabschieden wir uns für diese, also verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Folge wieder einschaltet, falls ihr jetzt hier nicht vor der Langeweile gestorben seid. Und falls doch, ist es auch egal. So, gespeichert ist und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, je nachdem, wann wir uns mit MC Eardrack wiedersehen. Soweit ich weiß, hat der Manuel gestern eine Fangus-Nutz-Folge gemacht. Zumindest hat er mir das gesagt, dass er eine aufgenommen hat. Wird er die auch hoffentlich veröffentlicht haben bis dahin. Und dann würden wir uns irgendwann wahrscheinlich nächstes, wenn jetzt heute Freitag ist, irgendwann nächste Woche wiedersehen, weil am Samstag höchstwahrscheinlich die Head-to-Head-Folge kommt, da der letzte Park veröffentlicht wurde und das Voting dann da bis dahin auch hoffentlich abgeschlossen ist. Also bis dahin.